Hi, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute möchte ich euch die App Hambo zeigen, beziehungsweise das Spiel. Nicht Rambo, sondern Hambo, so wie Schinken. Hier haben wir, wie ihr sehen könnt, ein kleines Schweinchen und das ist auch unsere Spielfigur. Wenn wir das Spiel anmachen, das Spiel ist kostenlos, gibt es aber auch in der Paid-Version, da gibt es dann mehr Level, aber hier sind in der Testversion schon wirklich sehr, sehr viele Level drin. Unter Options kann man eigentlich nicht viel machen, außer Sound an und aus und das Spiel zurücksetzen. Und wenn ich unter Play klicke, können wir gleich schon loslegen. Und wir sehen jetzt hier verschiedene Episoden, die man haben kann. Ist natürlich noch gelockt hier. Wenn man die ersten Episoden erst fertig machen kann, dann könnt ihr mal sehen, wie viele Spiele das oder Episoden das so gibt. Und wenn ihr in einer Episode drin seid, gibt es da nochmal verschiedene Level. Seht ihr hier. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten Level an, um euch das Spielprinzip zu zeigen. Im Prinzip müsst ihr, hier sieht man das Tutorial mit dem Schwein, die anderen abschießen. Ihr könnt aber euch nicht bewegen, sondern ihr könnt zielen, indem ihr irgendwo hinklickt und dann mit dem Druck auf die Waffe schießt ihr. Und das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Ihr müsst euch aber nachher im Laufe des Spiels doch noch durch die Welt bewegen. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel euch so positionieren durch Schüsse oder indem ihr verschiedene Sachen zerstört, dass ihr mit eurem Charakter durch die Welt kommt. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, dass man um die Ecke schießen kann. Das klappt alles ganz gut. Wie ihr sehen könnt, alle Fähigkeiten, die man hier so hat. Spiel finde ich ist echt gut gemacht. Ich zeige euch jetzt gleich mal ein schwereres Level. Jetzt seht ihr, wenn ihr nicht die Vollversion, da kommen manchmal so kleine Werbeanwendungen, so wie hier, dass man doch die Vollversion kaufen soll und was da alles besser ist. Könnt ihr natürlich auch gerne machen, wenn ihr das mal ausprobiert habt, aber ich empfehle euch, tut doch einfach mal, oder ladet euch doch einfach mal die kostenlose Version runter und probiert das. Hier übrigens das Glas, könnt ihr sehen, kann man zerschießen mit einem Schuss und danach das Schwein dann erschießen. Wenn ich jetzt zurückgehe und einfach mal ein schwierigeres Level auswähle, dem ich schon war, in diesem Falle dieses, kann man ja vielleicht sehen, ich hoffe mal, ich habe jetzt eins genommen, wo man das auch wirklich sehen kann, dass man sich auch durch die Welt bewegt. Genau, hier sieht man das sehr gut. Das heißt, wenn ich hier das Glas zerschieße, könnt ihr sehen, dass ich hier durch die Welt rutschen kann. Und so muss man dann immer weiterspielen. Das Spiel wird immer schwieriger. Natürlich, die Level, je weiter man voranschreitet, je schwieriger wird das Spiel. Ist kostenlos im Android-Markt verfügbar. Hier diese Version. Es gibt halt die Paid-Version, die noch ein wenig mehr bietet. Aber zum Ausprobieren, auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen, mal die kostenlose Version zu probieren. Ich finde, das Spiel ist wirklich schön gemacht. Man kann hier, wenn man das Level auch durchgeklickt hat, unter Shop gehen. Und dort kann man dann verschiedene Sachen kaufen, wie Kostüme, neue Missionen, sich die Lösungen erkaufen oder auch Coins besorgen. Und wir können uns, wie gesagt, hier auch die Lösungen erkaufen, wenn wir einmal ein Level nicht schaffen. Kann man sich die Lösungen erkaufen. Und so wie ich jetzt hier auf View Solution klick, dann zeigt er mir hier, wie die optimale Lösung wäre für dieses Level. Und so kann man auch, wenn man mal nicht weiterkommt, weiterkommen. Und wie gesagt, das Spiel kostenlos im Android-Markt verfügbar, habe ich es glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel und gebt uns hier einen Daumen hoch. Es wäre auch schön, wenn ihr einen Kommentar schreiben würdet, wenn euch etwas gestört hat. Da können wir versuchen, das zu verbessern. Auch das Video könnt ihr gerne favorisieren und uns auf www.pocketpc.ch besuchen. Dort im Forum, da haben wir ein extra App-Forum, da könnt ihr über alle möglichen Foren, über alle möglichen Apps diskutieren, wenn ihr was Neues findet, was ihr meint, gibt es noch nicht oder interessiert auch andere Leute. Einfach mal ein Forum, auch den Thread selber starten und posten. Das hilft euch, das hilft uns, das hilft den anderen. Also das wäre wirklich gut und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.